Kurzer Ausblick auf die nächsten Tage. Am Wochenende sind Wahlen in Taiwan und ab Montag ist dann Weltkrieg. Taiwan wählt und ausgerechnet der Kandidat, der Peking am wenigsten passt, der liegt vorn. Peking ist fuchsteufelswild, es rasselt mit dem Säbel, es macht Militärmanöver und Xi Jinping hat ja sowieso gesagt, die Wiedervereinigung mit Taiwan wird kommen, notfalls auch mit Gewalt. Spitzt sich das Ganze jetzt zu oder ist da auch viel Panikmache dahinter? China greift Taiwan an. Die Sorge haben viele, weil das heißt dann ja nicht nur, dass wir dann nochmal einen großen Krieg hätten, sondern Deutschland würde auch sein wichtigster Handelspartner dann wegbrechen. Die globale Halbleiterversorgung würde dann wahrscheinlich zusammenbrechen und vieles andere auch. Und es wäre ein Krieg, in dem sehr wahrscheinlich auch die USA mit drin hängen würden. Ein Krieg zwischen den zwei großen Supermächten. Viel Spaß. Kein Wunder, dass das viele Leute beschäftigt. Ich krieg's vor allem von der Anlegerseite her mit, wo auch immer mehr Leute sagen, China-Aktien zum Beispiel, das fasse ich nicht mehr an, weil China greift demnächst Taiwan an und dann ist das Geld weg. Nicht, dass es den Konflikt nicht schon seit 1949 geben würde und nicht, dass vor dem Ukraine-Krieg das keinen Menschen interessiert hätte. Zum Beispiel ja in der großen China-Rallye 2020. Alibaba, Tencent, Xiaomi, 1000%. Und Taiwan, was ist das denn? Ist das das, was die Mönche da immer machen? Aber klar, wer kann es den Leuten heute verdenken? Die Schlagzeilen, die sind ja relativ dramatisch immer. Überall sehen wir, überall hören wir, wie sich China auf den Krieg angeblich schon vorbereitet, wie sich Taiwan schon vorbereitet und überall sind amerikanische Generäle und CIA-Chef, die sagen, China plant das, man darf das nicht unterschätzen und dass sich das ja jetzt auch vor der Wahl dann auch noch zuspitzt und über die Peking ja selber gesagt hat, Taiwan soll jetzt bloß aufpassen, das ist jetzt die Wahl zwischen Krieg und Frieden. Gleichzeitig haben wir die chinesischen Militärprovokationen, die simulierten Angriffe, das Eindringen in den taiwanesischen Luftraum und Xi Jinping, wie gesagt, hat ja selber immer wieder betont, die Wiedervereinigung mit Taiwan ist unvermeidlich. Das hat er jetzt in seiner Neujahrsansprache auch wieder gesagt. Und China hat das in den Militärgesprächen mit den USA diese Woche auch wieder bekräftigt. Beim Thema Taiwan gibt es keine Kompromisse. Da soll man nicht Angst kriegen, wenn man das alles so hört. Und noch ein Indiz dafür, dass China einen Angriff plant, weil es so viel Gold kauft gerade, sagt Wolfram Weimer von Börse am Sonntag. Das ist jetzt aber eher aus dem Kuriositätenkabinett. Ich habe dazu vor ein paar Wochen extra ein Video gemacht und was da aber besonders interessant ist jetzt, das ist ein paar Tage später ist nämlich wieder was gekommen von unserem China-Versteher von Focus Online, Professor Dr. Alexander Görlach. Xi kauft massenhaft Gold, warum das ein Alarmzeichen ist. Wenn er mein Video gesehen hätte, hätte er das vielleicht nicht ganz so geschrieben. Das kann man ihm jetzt aber nicht vorwerfen, dass er es nicht gesehen hat. Nur, die Idee war natürlich 1:1 abgeschrieben von Wolfram Weimer und dann noch ein bisschen umgeschrieben, aber ohne, dass er ihn erwähnt hat. So viel nur mal dazu. Und wenn Sie auch zu unserer geistigen Elite gehören, dann empfehle ich Ihnen, abonnieren Sie hier rechtzeitig den Kanal, dann passiert Ihnen sowas nicht. Zum Kanalabo geht's hier unten. Tja, aber so richtig gut aussehen tut's nicht für Taiwan wohl anscheinend. China rüstet seit Jahren auf, 2 Millionen Mann stehen unter Waffen und die chinesischen Militärausgaben, die sind von 2015 bis 2022 um 49% gestiegen. Das allein heißt aber noch nicht viel. Das hier ist der deutsche Verteidigungshaushalt, der ist noch stärker gestiegen in der gleichen Zeit. Mit dem kleinen Unterschied, dass China dadurch jetzt trotzdem wirklich eine Armee hat anscheinend im Gegensatz zu uns. Aber wen greift Deutschland als nächstes an, wenn es schon derart hochgerüstet ist jetzt? Mein Tipp ist vielleicht wieder mal Österreich. Österreich kriegt nämlich immer noch das ganze billige Erdgas aus Russland. Aber Scherz mal beiseite.
China tritt militärisch immer stärker auf und es hat die größte Armee der Welt nach Mann unter Waffen. Und es ist aber natürlich auch ein großes Land, darf man auch nicht vergessen. Und der Anteil der Rüstungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt, der liegt nur bei 1,6%. Und damit wäre es zum Beispiel auch kein zuverlässiger NATO-Partner. Was ist es mit dieser komischen Wiedervereinigung mit Taiwan? Wo kommt es überhaupt her? Ganz kurz zur Auffrischung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren in China die japanischen Besatzer weg wieder und die Chinesen haben sich endlich wieder selber mal gegenseitig massakrieren können. Und der alte Bürgerkrieg ist weitergegangen. Kommunisten gegen Nationalisten, also gegen die Kuomintang. Die ist angeführt worden von Chiang Kai-shek und der war auch nicht viel besser als Mao. Und die Kommunisten haben die Kuomintang dann aber besiegt 1949 und die ist dann geflohen auf die Insel Formosa, heute Taiwan, die natürlich zu China gehört hat. Und da war Chiang Kai-shek dann noch jahrzehntelang Diktator. 1972, da hat dann aber der US-Präsident Richard Nixon die Volksrepublik China besucht und die haben sich dann stark angenähert. Das Ganze ist eingefädelt worden von Henry Kissinger, da haben wir ihn also wieder. Ein sehr, sehr umstrittener Mensch natürlich und ich habe neulich über ihn auch ein Video gemacht, das verlinke ich Ihnen hier auch. Mitten im Kalten Krieg war das und das war ein Riesendurchbruch damals, für beide Länder natürlich. Nur, was macht man dann mit Taiwan? Bis dahin, da hat der Westen Taiwan unterstützt, aber Festlandchina war dann plötzlich wichtiger. Und darum hat man Taiwan sozusagen geopfert. Es ist aus der UN rausgeflogen und 1979, da haben dann auch die USA Taiwan nicht mehr als Land anerkannt. Deutschland erkennt es übrigens auch nicht an. Und da sagen natürlich die Diplomaten von Festlandchina erst recht, was wollt ihr denn alle überhaupt? Völkerrechtlich ist es doch ganz klar, Taiwan ist eine innere Angelegenheit von China. Und dagegen kann man auch gar nicht so viel sagen. Aber hintenrum will man natürlich doch, dass Taiwan selbstständig bleibt. Nur, für China geht es da eben um den Anspruch. Alles, was irgendwie draus raufläuft, dass man Taiwan in irgendeiner Weise als unabhängiges Land betrachtet, irgendwer, das ist eine Brüskierung von diesem Anspruch. Und da sind sie eben auch wahnsinnig empfindlich. Und darum war China zum Beispiel auch unglaublich sauer, als 2022 Nancy Pelosi nach Taiwan gefahren ist. Das war natürlich kein offizieller Staatsbesuch, um Gottes Willen, aber Nancy Pelosi ist eben auch nicht irgendwer. Die ist politisches Urgestein, ungefähr nochmal 200 Jahre älter als Joe Biden, nur dass sie im Gegensatz zu ihm weiß, wann man aufhören sollte. Aber seit dem Pelosi-Besuch, da liegen die Nerven eben sowieso blank. Das war eine große, starke Provokation für China, genauso wie ja auch die ganzen Waffenlieferungen aus dem Westen nach Taiwan. Und dadurch haben wir natürlich jetzt eine Situation, die eigentlich absurd ist. Die USA erkennen Taiwan nicht an, aber sie sagen, man muss es zur Not auch militärisch verteidigen. Zumindest Joe Biden hat das gesagt. Und auf der anderen Seite haben wir die Volksrepublik China, die sagt, Taiwan war nie unabhängig und ist auch nicht unabhängig. Aber die seit über 70 Jahren zuschaut, wie die da Wahlen abhalten, wie die eine eigene Regierung haben, einen eigenen Regierungsapparat, Staatsapparat und eine Armee und so weiter. Und hat das auch nicht verhindert natürlich, dass das sich so entwickelt. Nur an einem Punkt wird es eben irgendwann mal wirklich gefährlich, nämlich dann, wenn eine Regierung in Taiwan offiziell erklären würde, wir sind unabhängig. Das wäre dann mehr oder weniger die Kriegserklärung. Sagt man zumindest. Naja, ob es wirklich so ist, ist die andere Frage. Zum Beispiel 2007, da hat der Präsident Chen Jiubian sich damals auch schon ziemlich weit vorgewagt diesbezüglich. Und ein Jahr später hat es dann auch eine Volksabstimmung gegeben, ob man wieder eine UN-Mitgliedschaft beantragen soll unter dem Namen Taiwan. Und Peking hat damals natürlich auch getobt. Das ist dann aber im Sande verlaufen, weil Chen ist dann über einen Korruptionsskandal gestolpert. Und bei dem Referendum, da haben dann auch einfach nicht genug Leute mitgemacht. Und das war es dann eben wieder. Es war aber meines Wissens bis jetzt in die Richtung die größte Krise. Die Frage ist, passiert sowas jetzt wieder? Ich glaube es eigentlich nicht.
Das sind die drei Kandidaten hier. In der Mitte der Favorit von der Regierungspartei, von der Demokratischen Fortschrittspartei, Lai Ching-te oder William Lai, wie man ihn hier manchmal auch mal nennt. Und links und rechts die zwei aus der Opposition, Ko Wen-ye von der Volkspartei, der ist aber nicht ganz so wichtig. Und rechts Hu Yu-i von der Kuomintang. Ich spreche die wahrscheinlich alle komplett falsch aus. Und hätte sich die Opposition auf einen Kandidaten geeinigt, dann hätte sie sehr wahrscheinlich gewonnen. Aber so gewinnt jetzt wahrscheinlich William Lai in der Mitte. Die Kuomintang, also der rechts, da sollte man meinen, das sind doch eigentlich die alten Nationalisten. Das ist bestimmt ein ganz harter Anti-China-Mann. Aber ganz im Gegenteil, die sind eben auch nicht mehr das, was sie mal waren, sondern heute ist es eigentlich eher so eine gesetzte bürgerliche Altherrenpartei und sie ist pro-China. Und warum sind sie pro-China? Weil man mit China gute Geschäfte machen kann. Und dafür braucht man aber ein gutes Verhältnis und man braucht Ruhe und Frieden. Und darum greifen die den William Lai aber auch hart an und sagen, was der da gerade will, ist Harakiri. Und der Spruch, dass es jetzt in dieser Wahl um Krieg und Frieden geht, der ist auch von der Kuomintang und nicht aus Peking. Den hat Peking dann nur übernommen. Und die Taktik, dass man ihn da angreift, dass die Taiwaner aus Angst jetzt vielleicht doch noch die Kuomintang wählen, die kann auch aufgehen. Aber wahrscheinlich ist das Ganze trotzdem stark übertrieben eben. Und William Lai, der macht im Moment sowieso auch alles, damit keiner auf die Idee kommt, dass er irgendwie das Verhältnis mit China stören will. Er ist ganz bestimmt nicht der Wunschkandidat von Peking natürlich, weil die Fortschrittspartei, die ist einfach nicht die China-freundliche Partei, so wie die Kuomintang. Und vor allem die Basis von denen ist es auch nicht. Aber die sind natürlich auch nicht blöd und die waren jetzt ja auch schon 8 Jahre lang dran und da ist eben auch nichts wirklich Schlimmes passiert. Insofern hoffen wir erstmal das Beste. Ich sage nicht, dass China Taiwan auf gar keinen Fall angreifen wird, weil wir das einfach nicht wissen können. Vielleicht träumt ja Xi Jinping von der Invasion heimlich schon sein ganzes Leben lang. Oder er hasst inzwischen den Westen. Oder er will da einfach nur Stärke zeigen bei dem Thema. Wir wissen es eben nicht. Und ich habe mich schon mal mit so einer Prognose bös geirrt, nämlich vor dem Ukraine-Krieg. Ich habe damals jetzt nicht gesagt, kaufen Sie jetzt russische Aktien wie blöd. Aber ich habe gesagt, dass ich so einen russischen Angriff für nicht so wahrscheinlich halte. Und dann habe ich auch noch ein paar Witze drüber gerissen, leider. Das ist ein Video gewesen, das werde ich hier jetzt nicht verlinken für Sie. Nach diesem Angriff, da haben dann natürlich alle gesagt, das war doch völlig klar, dass Putin das macht. Das hat sich doch seit Jahren alles schon total abgezeichnet. Das hat's aber nicht. Und der Grund, warum ich damals geglaubt habe, dass er das nicht macht, das war, dass es eben das Risiko für ihn nicht wert ist. Und so wahnsinnig gut ist es für Putin ja bis jetzt auch nicht gelaufen. Ob es wirklich total katastrophal schlecht gelaufen ist für Putin und für Russland, das ist die ganz andere Frage natürlich. Das können wir uns hier auch mal gern anschauen. Sie können ja drunter schreiben, ob das ein Thema wäre, das für Sie auch interessant wäre. Aber Putin hätte sich natürlich sehr viel Ärger sparen können und er hätte auch so wahrscheinlich sehr viel bekommen von dem, was er gewollt hätte, als dann alle vor dem Krieg zu ihm gekommen sind, da in Panik an seinen langen Tisch. Und bei China ist das Ganze wahrscheinlich noch viel dramatischer. China ist immens abhängig zum Beispiel vom Welthandel. Es ist immens auch abhängig von Rohstoffen. Es ist zum Beispiel der größte Öl- und Gasimporteur der Welt. Außerdem hat es ja die Seidenstraße aufgebaut. Es hat immense Summen investiert auf der ganzen Welt. Es hat ja auch unglaublich viel erreicht die letzten Jahrzehnte. Und bei einem Angriff auf Taiwan, da würde eben viel davon wieder riskiert werden, dass es möglicherweise wegfällt. Es wäre dann also wahrscheinlich eben nicht die große Krönung des Lebenswerks von Xi Jinping, sondern es wäre möglicherweise ein Desaster. Es wäre unklug und das weiß auch jeder in China. Und das ist jetzt zwar keine Garantie dafür, dass es nicht passiert, aber es macht das Ganze doch unwahrscheinlicher und meiner Meinung nach eben auch um einiges unwahrscheinlicher, als es oft dargestellt wird bei uns. Es wird ja bei uns oft so dargestellt, als sei das alles schon völlig klar.
Ist es vielleicht der Absturz von China-Aktien ein Indiz dafür, dass China bald angreift? Das könnte man ja meinen. Das hier ist zum Beispiel der Hang Seng China Enterprises Index die letzten 5 Jahre. Er hat sich jetzt von seinem Hoch inzwischen mehr als halbiert. Es findet da auch eine richtige Kapitalflucht statt. Aber ich bin eher der Meinung, dass das inzwischen eher wieder eine sehr negative Sichtweise der chinesischen Wirtschaft ist und dass es nicht an der Geopolitik liegt. Weil, wo man sowas nämlich überhaupt nicht hat, so eine Entwicklung, das ist beim TAIEX, dem Leitindex von Taiwan. Der steht super da. Es ist auch ein ganz normaler Verlauf die letzten Jahre für einen technologielastigen Index. Taiwan ist natürlich ein Hochtechnologieland. Und mit der Geopolitik, da haben da die Anleger aber anscheinend kein großes Problem. Und China-Aktien oder Taiwan-Aktien an sich, die sind natürlich eher spekulativ, aber wie schon oft gesagt, wenn es wirklich Krieg gibt um Taiwan, da werden sie mit ihren Volkswagen-Aktien dann und mit ihren BASF-Aktien auch nicht wirklich glücklich. Wer glaubt, dass das passiert, der sollte gar keine Aktien haben, zumindest nicht an dem Tag, an dem es dann passiert. Höchstens vielleicht ein paar Aktien von Samsung Electronics oder Intel oder sowas, weil die ziehen ja beide auch gerade Auftragschip-Produktion hoch und die profitieren dann vielleicht ein bisschen davon, wenn Taiwan Semiconductor dann weg ist. Ein bisschen was geht immer, aber es wäre natürlich trotzdem um einiges besser für die Welt, weiß Gott, wenn das nicht passieren würde. Ja, und dieses Jahr ist ja sowieso das große Superwahljahr auf der Welt. Die halbe Welt schreitet zur Wahlurne dieses Jahr. Taiwan haben wir nächste Woche dann wenigstens schon mal hinter uns. Es kommen dann aber eben auch noch Indonesien, Indien, Mexiko, Südafrika, Großbritannien, die Europawahl und dann natürlich auch im November die große Wahl in den USA. Und Prognosen sind immer schwierig, außer vielleicht jetzt im März bei Russland. Aber man kann sehen, es tut sich was in diesem Jahr auf jeden Fall. Bleiben wir dran und was Sie jetzt schon mal wählen können, das ist das Kanal-Abo. Danke dafür, alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.